Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Blitz und Donner im hohen Norden gegen. Ach, Mädchen auch bestimmt. Du bist ein anonymer Marder. Meins. Er steht doch. Ich habe die Liste gar nicht offen, ich bin's mein eigen. Hä? Warte, wer soll das dann sein, wenn das nicht du bist? Okay, ich bin's. Lügt er mich hier an, was soll? Also, welche Drachen sind besser? Das ist jetzt die Frage. Auf meine Hand. Oh, Scheiße, Mann. Okay, los geht's. Einigen wir unser Deck mal ein bisschen. Okay, was haben wir erwischt? 8-Sterne-Monster kann ich nicht benutzen. Ballordrachenmädchen, das ist sehr schade. Die Ruinen sind mir egal, die glaube ich waren scheiße. Gut, dann benutzen wir Drachenschrei. Okay. Jetzt ist auch der weg. Der Drachenschrei. Weil das das einzige normale Monster ist, kann ich mir jetzt ein 7-Sterne-Monster holen. Okay. Dann tu das. Damit habe ich nämlich mein Battleface Power-Up. Dein Battleface Power-Up. Ja, du bist dann. Und ich glaube, 2700 haben die doch dann beide, deine Monster. Ne, meine hat es nur 2,6. Ah, verdammt. 7 Sterne. Ah, okay. Warte mal, wie viel hat der Kracht die eigentlich? Die ist ja sogar stärker als der. Das ist gemein. Ha. Bist du nicht höher als Level 5? Ha. Dann war das tatsächlich das falsche Level 5. Ich könnte natürlich auch. Hast du die Zauberkarte, die dich bufft? Warte mal, das wäre 3 plus 1, 2, 3, 4. Das ist 7. Ah, ne, warte, das ist auch 3. Jetzt würde ich auf 6 kommen. Das kannst du. Warte mal, du kannst dich doch dann instant. Solange sie gerade ausgerüstet ist, spezial, ja. Also käme ich dann sofort auf den da. Ne, warte, komme ich nicht, weil der Empfänger ist. Mein Gott, ist das dumm. Warum ist der Empfänger? Das hilft einem doch gar nicht. Okay, dann egal, dann machen wir halt das. Oh. Scheiße. Smarter Move. Ja, GG. Was soll ich denn tun, um zu gewinnen mit dem Deck? Spielen. Das war mein einziges Strafmädchen. Ach, was? So, wie als wäre ich stärker als er.
Da was Gutes gezogen. Aha. Weltvermächtnis. Oh. Okay. Jetzt legt das die Fusion da rein. Oh nein, nicht dein Ernst. Aber jetzt kommen sie gleich wieder auf deine Hand, oder? Das war, was ich tun will. Also, Option 1 würde bedeuten, ich greife erst an und mach's dann in der Mainphase 2. Option 2 ist, ich versuche jetzt schon zu fusionieren. Aber dafür müsste ich noch irgendwie... Okay. Okay. Die holst du dir auf die Hand. Wenn du, was machst du mit dem Monster? Du bounce es dir auf die Hand. Ich krieg sie trotzdem. Habe ich jetzt deine Fusion aufgehalten oder kannst du trotzdem noch bauen? Ich kann trotzdem bauen. Die brauchen immer nur ein Drachenmädchen. Oh nein. Du hast Suha aufgehalten. Ist das denn so? Das heißt, ich kann nur die Schwachen. Was machst du? Weiß ich diese Karte dann wieder? Was? Ich kann die damit zurück. Ach, ich bin doch kein Mensch. Die Karte auf dem Feld verschiebt einfach nur die Main Monster Zone her. Ja, okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Es ist zwar ein bisschen wasted, aber die ist immer noch stark genug. Okay, GG, du hast gewonnen. Ich habe eine Zauberkarte, mit der man nichts machen kann, außer Monster zu verschieben. Und eine Fallenkarte, mit der ich ein verbanntes Monster, ich habe kein verbanntes Monster, auf die Hand holen kann. Also es ist vollkommen egal, was ich ziehe, denn im Friedhof liegt die einzige Fusionskarte, die ich habe. Und ich habe keine Möglichkeit, mir irgendwie noch ein zweites Monster zu besorgen. Also selbst wenn ich ein Drachenmädchen ziehe, die Fusionskarte wieder auf die Hand bounce, dann muss ich ja nochmal einen Zug überleben, ohne Monster draußen. Also, das ist quasi vorbei. Ach so, Link-Monster. Kein Drachenmädchen zu.
kann denn der? Achso, na gut. Wieso greifst du nicht einfach an? Ja, man merkt, dass die Event-Decks wenigstens funktionieren. Nicht so wie manche von den Kaufdecks, die eindeutig dazu da sind, wenn man sie danach zusammenstellt. Nein! Kann die genauso gut spielen. Ja, wie war das mit brennende Geister? Ja, was funktioniert doch? Ja, ja. Wenn man das funktionieren nennen kann, dann ja. Ich würde sogar sagen, das funktioniert sogar am besten, weil es nicht fast egal ist, welchen Salamander du ziehst. Die Buch der Prophezeiung funktioniert einigermaßen. Auch ohne Exiden. Wenn man die richtigen Magiebücher findet. Oh wow, das ist vielleicht ein guter Start, ey. Ich komm drauf. Okay, hau da einen guten Start raus. Ja. Okay. Ja. Dann greifen wir mal an. Dem. So. Da haben wir den Level 7er. Hä? Hm? Hallo? Hä? Okay. Dachte, die Karte macht nur was mit deinen Monstern. Okay. Eine Spielmarke. Das war alles, okay. Ja. Ich hab nichts, was ich tun kann. Nichts. Wenn ich du, würde ich mich jetzt jede Runde buffen, damit du stärker bist als Zucker. Ein Buff reicht ja eigentlich schon, gleichzeitig stark zu sein. Nachdem ich dann keinen ATK-Advantage mehr habe, kein Schimmer, wie ich dann an die vorbeikommen soll. Wenn ich mich buffe, da hätte ich dir jetzt keinen Schaden gemacht. Ja,
Aber du hast dann noch 5 Runden. Oder unendlich, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich das Richtige ziehe. Ich wüsste nicht einmal. Ja, wie das natürlich. Okay, meine einzige Verteidigungslinie. Okay, der kommt wieder. Das kann ich sogar machen, stimmt. Okay. Dann hast du jetzt 2 Monster. Jupp. ICQ. Anlinken. Okay. Da waren Linkmonster drin. Ja. Ich kann linken. Ich kann es nächste Runde opfern, dadurch deine Zauberkarte zerstören, weil dein 7er wird ja, dein Monster sind ja beschützt von ihr. Und dann kriege ich aus dem Deck ein Monster mit 0 ATK und Def. Yay. Also nicht wirklich wahnsinnig sinnvoll. Ich würde, also, dann hätte ich nach allem einfach immerhin die Zauberkarte losgebracht und sonst noch nichts. Interesting, wie ich den ziehe. Kann ich das so machen? Ja, warte, dann müsste er erstmal. Warte mal, was ist in meinem Friedhof dran? Ja, gut, könnte ich theoretisch schon. Eigentlich ist es auch fast egal. Ja. Problem ist, wenn ich jetzt dein Monster auswähle, wird die Zauberkarte, die ich zuerst ausgewählt habe, es trotzdem noch beschützen können. Oder? Meinst du, die ist dann schon weg? Probieren wir es aus. Ich habe sowieso nichts zu verlieren. Okay, jetzt sieht so aus, als darfst du noch. Oder nicht? Oh Gott sei Dank. Sinnvoller Einsatz meiner Spielmarke. Doch unglaublich, das ist das einzige Monster, das ich bisher gezogen habe, das an Sarah dran ist.
Paladin von Felgrand. Er wird nicht stärker. Du redest echt leise, wenn du so nachdenkst. Okay. Okay. Interesting. Oh mein Gott. Was denn? Damit habe ich nicht gerechnet. Was denn? Ja, warte kurz. Was denn? Ich kann den Paladin ja benutzen. Warum solltest du den nicht benutzen dürfen? Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eine Spielmarke kreieren kann, die ich dann opfern kann. Aber die kannst du doch immer kreieren. Die hast du schon mehrfach kreiert. Ja, und ich muss... Dennis, ich benutze diese Spielmarke gerade zum ersten Mal, weil es bisher nie passiert ist, dass Ruinen der himmlischen Drachenherren so nützlich war. Geschweige denn, also, dass ich nebenbei noch andere offene Karten hatte und die getriggert wäre. Ich habe also nicht damit gerechnet, dass ich jetzt tatsächlich ein Monster beschwören kann mit dem Paladin. Sonst hätte ich nämlich ein stärkeres genommen. Ah. Und so ist es nämlich vorbei. GG. Ich gebe jetzt nur deswegen nicht auf, weil ich noch die super geringe Chance habe, nächste Runde was zu ziehen, weil ich die nächste Runde ja noch nicht komplett Game Over... Okay, ich bin Game Over, also ist das egal. Ich hatte auch noch eine leere Fallgrube liegen, also ja. Alle guten Dinge sind drei, wie wir wissen. Ich fange mal an. Vielleicht ist das ja... Ich habe schon längst drauf gedrückt. Hallo, Spiel? So. Okay. Das ist echt einfach super optimal. Ah ja, gut. Dann... spielen wir halt den. Der Level 3er. Hallo? Hallo? Ja, was ist? Ja. Du sagst halt nichts. Okay, das ist schon mal ein Monster. Der ist stärker. Und eins dann geschützt. Das ist ungünstig. Was macht er denn jetzt? Oh. Oh nein, nicht den. Ja. Ja. Ah. Oh. Ich glaube, ich habe das noch nie mit dem Drachenritter der Schöpfung gemacht. Der kam einfach nie zum Angriff. Dein Ernst? Ah, warte, du Bände stehen, okay. Ja, was dachtest du, was passiert? Der Effekt ist jetzt... Dass er jetzt auf deinem Feld steht. Das habe ich gedacht. Oh, dein Ernst. Ja, ist mein Ernst. Das ist meine einzige gute Fahrtkarte.
Aber es sieht so aus, als hast du eine schlechtere Hand als die letzten beiden Male. Vielleicht. Eigentlich egal, weil ich kann mich nicht davor verteidigen, dass du den Effekt vom Level 5er benutzt. Solange du also ein Monster zum Abwerfen hast. Oder waren die ATKer relevant? Kannst ja gleich lesen. Wie ist das gemeint? Kleiner oder gleich? Ja, du hast keine 3100. Naja, fangen wir erstmal hiermit an. Jetzt kommt die 8 Sterne sind. Hä? Warte, was? 6 Sterne sind. Oder das 3 Sterne Exit Monster, das fand ich immer ganz. Loch Ness Monster. Okay, das macht aber nichts kaputt. Das wäre ja literally dieselbe ATK-Menge. Naja, gut. Dann machen wir das halt. Ja, muss ich seine Effekte eigentlich gar nicht benutzen, oder? GG. Dass du Schrumpfen hast statt halb geschlossen, ist blöd. Ja, es ist ungünstig für dich. Was kommt jetzt? Dachte, du hast keinen Angriffseffekt. Was ist das denn? Okay, ich greife aber weiter an. Wechsel doch dein Target. Nein, der muss weg. Komm aber bei dir nicht so, als wird der fast. Naja. Naja, ist denke ich mal okay. Warte mal, wenn der in den Friedhof kommt, kann er sich für ihn ausrüsten. Das Ziel 1000er TK. Okay, dann machen wir das halt. Ja, gut. Das war's da erstmal. Ah ja, stimmt. Du wirst ja noch Level 7. Da kann ich dich aus der Linkzone wegmachen. Vielleicht brauche ich die ja noch. Geh mal darüber. Ah ja. Okay, der hat 500.
Jetzt hat er 1850. Irrelevant, komplett irrelevant. Jetzt gehen sie alle kaputt. Damit der Typ wieder zurückkommt. Oh mein Gott, Alter. Oh, du kannst auch einfach Feld nehmen. Okay, das ist nicht nett. Bist du protect? Dein Ding gibt dir ATK. Dein Zauber sagt Karteneffekte. Scheint mir egal zu sein. Let's go. Ich bin wieder im Rennen! Aua! Oh, wer hat einen Effekt? Cheers! Let's go, Felgrand! Jetzt kannst du wieder beleben. Oh nein, jetzt darfst du nochmal schlagen. G fucking G! Felgrand, 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 Felgrand. Oh. Oh. Was acht denn? Sterne Exit. Beschwöre aus der Hand. Okay, okay, aber gut. Mach ich jetzt natürlich nicht. Aber das Exit-Monster sieht man so selten. Das wäre eigentlich schon witzig. Okay, das hilft mir wahrscheinlich nicht, oder? Nope. Es macht keinen Sinn, das zu tun. Hm. Was ist denn los? Hallo, Maus? Warum ist der Cursor so wobbly? Ja? Achso, ich habe den Speed verringert. Deswegen fühlte sich das so komisch an. Okay, die sind beide zu schwach. Du bist nicht stärker. Und ich kann dich nicht selber zerstören. Du bist auch nicht stärker und du kannst mir eh nichts mehr suchen. Okay. Warte mal, gucken wir mal, ob das hinhaut. Wesenseineffekt gilt der für den nächsten Zug auch? Berserker. Bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners, okay. Ich glaube zwar nicht, dass ich kaputt gehen werde bei dem, was ich jetzt mache, wenn ich alles richtig kapiert habe. Aber machen wir es mal zur Sicherheit. Nein. Oh. Aua. Ja, okay, das tat sehr weh. Dachte, es passiert vielleicht schon. Oh nein. Okay, das ist kacke, weil du mich jetzt umringen kannst. Aber immerhin hast du Felgrand losgebracht. Ja. Das stimmt wohl. Aber zu welchem Preis? Ja, greif mit der an. Alles klar, milder nochmal das halbes Deck. Ich hab voll den rotäugigen Finsterdrachen auf der Hand. Ich habe ihn nur deswegen nicht gespielt, weil er das Opfer ja verbannt. Und dann wäre Felgrand weg gewesen. Ich hätte natürlich Drachenmädchen Hünke nehmen können. Egal. Ein Win! So hart erkämpft. Danke, dass du eine Trash-Hand hattest. Aber wobei, es eigentlich ging es sogar, du hattest gar nicht mehr so schlecht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part. Tschüss.